Der Ballonsammler. Da ist Vorsicht geboten. Luftballons werden mit reichlich Wasser befüllt, damit sie schwer zu packen sind. Die Spieler markieren eine Strecke mit Start und Ziel und wählen zwei Mannschaften, am besten mit Kreide auf dem Boden oder irgendwas hinlegen. Die wetteifern nun darum, welche Mannschaft es schafft, die meisten Luftballons ins Ziel zu bringen. Also jede Mannschaft braucht gleich viel Mitspieler. Die sagen hier ab 6, also hat jede Mannschaft 3 Mitspieler. Wer die meisten Luftballons ins Ziel bringt. Das ist gar nicht so einfach, denn erst wenn ein Spieler einen Luftballon unbeschädigt, ohne zu platzen lassen, ins Ziel gebracht hat, darf der nächste Spieler seine Mannschaft starten. Sobald alle Luftballons vom Start zum Ziel gebracht sind, wird nachgezählt, welche Mannschaft die meisten Luftballons unbeschädigt ins Ziel gebracht hat. Versteht ihr das? Ich verstehe das gerade gar nicht. Die Spieler markieren eine Strecke mit Start und Ziel. Bis dahin habe ich es kapiert. Zwei Mannschaften. Und wo stehen die? Beim Start. Kapiere ich irgendwie nicht, wie das Spiel dann ist. Stehen die alle am Start? Und wo sind die Luftballons? Jeder hat einen Luftballon und muss ihn dann hintragen. Das ist jetzt eines der Spiele, die ich nicht kapiere. Kapiert ihr das? Wenn ja, schreibt in die Kommentare.